Yo, hey Leute, hier ist Just Eddie am Start mit einem neuen Video und heute geht es um ein Charakterklassenvergleichsvideo und welche Charakterklassen gucken wir uns heute an? Den Schwertschildnuker und den Speernuker. Und ja, was würde ich sagen? Also, erstmal kommen wir mal so ein bisschen, beleuchten wir mal bei den Charakterklassen. Der Speernuker macht extrem geilen Damage, ist mega gut im Grinden, schon relativ von Anfang an, muss man sagen, hat bei den Heuxhalt-Skills einen HP-Booster und levelt generell einfach sehr schnell, hat viele Flächenangriffe plus die Nukes, die natürlich dann später kommen. Der Schwert-Schild-Nuker hat sehr geil aussehende Kombos, die aber beim Grinden relativ wenig genutzt werden. Er wird viel mehr mit Nukes kämpfen und die Waffenskills sind da eher zweitrangig. Wenn wir jetzt aber zum PvP gehen und gerade im höheren Levelbereich uns das Ganze anschauen, muss man sagen, hat der Schwert-Schild-Nuker gerade durch seine Waffenskills, durch den Debuff, den er später durch seine Kombo machen kann und so weiter, einen extrem krassen Vorteil. Und man muss einfach sagen, dass eigentlich ab Degree 8 oder Degree 9 der Schwert-Schild-Nuker gerade im PvP dominiert. Und da muss man definitiv gucken, worauf man mehr aus ist. Alles in allem sind beides sehr schnelle Grinder und auch gut im PvP. Aber ich würde sagen, im Grinden an sich ist der Speernuker schneller und was PvP betrifft, dominiert später der Schwert-Schild-Nuker. Wenn es um Unikanten geht oder sonstiges, kommt es drauf an. Der Schwert-Schild-Nuker kann definitiv besser tanken und durch seine Debuffs, die er machen kann, kann er, wenn er alleine angreift, sehr guten Damage draufhauen. Ist er natürlich mit einer Gruppe da oder gegen einen Speernuker gerade im Duell, helfen natürlich dem Speernuker auch die Debuffs, also muss man da natürlich gucken, wo man sich da sieht. Der Speernuker wird natürlich, das muss man einfach sagen, mehr Damage an sich raushauen. Aber wenn es jetzt ums PvP geht, wird er da dem Schwert-Schild-Nuker später unterliegen. Hängt natürlich von der Rüstung ab, aber alles in allem ist es genau so. Also muss ich sagen, und das sage ich, obwohl ich kein großer PvP-Fan bin, würde ich einen Schwert-Schild-Nuker, einen Speernuker definitiv im höheren Levelbereich immer bevorzugen. Und wenn ich weiß, dass ein Server bis Cap 90 oder Cap 100 geht, würde ich auch mit einem Schwert-Schild-Nuker direkt beginnen und nicht erst einen Speernuker machen. Also in dem Sinne, Freunde, würde ich den Schwert-Schild-Nuker hier die Punkte geben. Aber ey, was denkt ihr? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Schreibt mir das mal in die Kommentare und da bin ich gespannt, was da rauskommt. Schwert-Schild-Nuker oder Speernuker? Ganz kurz, wenn man da jetzt auf die Rüstung eingehen möchte, das ist schwierig zu sagen. Mit Protector macht ihr bei beiden Klassen nichts falsch. Es gibt aber auch noch die Theorie, dass Garmin gut ist, was ich definitiv nicht verneinen würde. Aber das hängt ein bisschen davon ab, was ihr machen möchtet. Oder wie auch der Server ausgelegt ist. Ist der Server full in Char ausgelegt und ihr habt viele Wizards, macht natürlich Garmin-Rüstung irgendwo Sinn. Jedoch bevorzuge ich persönlich bei beiden Charakterklassen eine Protector-Rüstung, da man damit eigentlich immer gut dabei ist. Armor würde ich nicht bevorzugen, aber das ist auch jedem seins. Also, wenn ihr Fragen habt, fragt mich und gerne in die Kommentare reinballern, was ihr denkt. Also in dem Sinne, Leute, haut rein. Bis dann. Ciao.